Das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Jetzt gilt's, es wird spannend. Gleich kann es hier losgehen. Hier im Albeit Stadium. Bleiben Sie dran. Willkommen, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich hier im Albeit Stadium zum heutigen Spiel begrüßen. Das gewohnte Team heute an den Mikrofonen, Wolf Fuß und Frank Buschmann. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. England gegen die USA. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Das ist die Aufstellung der englischen Mannschaft. Im Tor ist Jordan Pickford. Harry Maguire spielt mit John Stones in der Abwehr. Raheem Sterling steht mit Bukayo Saka auf dem Flügel. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Taktisch heute eher konventionell, 4-4-2. Und das heißt für uns als Zuschauer natürlich, wir dürfen uns auf viele Angriffe, viele offensive Situationen freuen. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Ah, das könnte was werden jetzt. Gut die Vorteilsregel ausgelegt, weiter die USA. Aber dann kommt der Pfiff. Doch, gibt Freistoß. Sehr gut, der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Mount. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Where? Ball kommt in die Mitte. Problemlos hat er hier den Ball. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Gehalten. War schon eine richtig gute Aktion. Die Ecke kommt. Er bringt den Ball nicht raus. Die Gefahr erstmal bereinigt. Sehr gut aufgepasst. Kane. Niemand kann ihn vom Ball trennen. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Kane macht den ersten Treffer in dieser Partie. Es war ja auch kaum anders zu erwarten. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Weston McKennie. Sie unterstützen gut. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Harry Kane. Kane mit der Chance. Sie ziehen davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 2 Toren vorne. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann kommt dieser stramme Schuss von Harry Kane. Das Tor Villa lässt er sich nicht mehr nehmen. Halbdistanz, klar. Da gehört er zu den Besten. Solche Situationen liebt er und die nutzt er. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er entscheidet auf Freistoß gegen England. Sie können klären. Dest. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Und er gewinnt den Zweikampf. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. So ist das Tor entstanden. Harry Kane kann sich zunächst mal schön durchsetzen. Und dann das 1-gegen-1. Das macht Harry Kane natürlich überragend. Tolle Technik, tolles Auge. Und gegen diesen harten Abschluss kann der Keeper nichts machen. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Bände. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Harry Kane. Saka. Und zurück zu Kane. Kane mit der Chance. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. So, die kurze Variante. Pausenpfiff. Die erste Hälfte ist hier im Albeit Stadium also zu Ende. Tolle Leistung bislang von Harry Kane. Sie haben richtig Mühe mit ihm heute. Er kommt immer wieder zum Abschluss. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Die Mitspieler bieten sich an. Schön zugemacht. Sie unterbinden diesen Angriff. Harry Kane. Weston McKennie. Er pfeift Strafstoß. So, keine Karte, klar, den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit einer Karte gerechnet. Ich auch, Wolf. Hartes Einsteigen wäre gelbwürdig gewesen. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Da gibt der Freistoß. Gute Möglichkeit. Kein Tor. Klasse gemacht. Das war knapp. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei.
Und er geht an ihm vorbei. Saka. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Sie können kontern. Where? Einwurf. Sie wechseln aus. Weston McKennie. Er ist da und kann den Ball hier klären. Muss Freistoß gegen England geben. Jetzt die Flanke an den langen Pfosten. Kann diesen Ball halten. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sterling mit der Chance. Klasse gehechtet und gehalten. Kein Tor. Die Gefahr ist bereinigt. Kurze Ecke. Sterling mit dem Zug nach innen. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ja, sie nehmen die kurze Variante. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Jetzt ist Platz für den Konter. Sauber gelöst. Er holt sich den Ball. Weston McKennie. Dest. Leichte Aufgabe für Pickford. Gibt Freistoß gegen England. Und jetzt wollen sie wechseln. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Es gibt den Freistoß für England. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Mount. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. So, 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt. Christian Pulisic. Wieder Pulisic. Da haben sie die Chance. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Deutlicher Sieg also am Ende. Große Mühe hatten sie eigentlich nicht in dieser Partie. Dafür war der Gegner alles in allem dann doch zu schwach.